Hallo zusammen, griechische Wochen auf 0815barbecue.com und auf diesem YouTube-Kanal. Das bedeutet, es ist Zeit, den Grill anzuschmeißen. Denn heute gibt es ein Bifteki vom Go Anywhere. Wir starten mit Don Markus, Dancing Sirtaki Rub, 1,2 Kilo Hack. Ihr seht es auf der linken Seite etwas Gemüse, auf der rechten Seite ein eingeweichtes Brötchen. Und 2-3 Esslöffeln von besagter Rubmischung. Dann einmal durchkneten. Bei Bedarf noch etwas Rub hinzufügen. Ein gutes Dreiviertel oder die Hälfte von diesem Brötchen. Das ist ein altes Brötchen, trocken gewesenes Brötchen. Das habe ich in Wasser eingeweicht und jetzt Dreiviertel davon mit in den Teig kneten. Das wären jetzt keine Burger Patties normalerweise, da würde ich das nicht machen. Sondern eher Frikadellen, Bifteki-Style, möchte ich es fast nennen. Dann etwas gehackte Blattpetersilie mit Unterkneten und schon ist unser Hack eigentlich auch fertig. Den Rest formen wir Freestyle. Also wir nehmen hier eine Ladung, so nach Gefühl, und legen ein ordentliches Stück Feta-Käse obendrauf. In dem Fall Salakis. Beim nächsten Mal werde ich auch versuchen, meine Hand komplett im Bild zu halten. Versprochen. Und dann schließen wir das rundherum und formen kleine ovale Hacksteak Patties oder wie man sie auch immer nennen möchte. Das Ganze wiederholen wir in Form und Größe mit Mengen an Feta-Käse, wie es beliebt. Ich habe mal ein paar größere, mal ein paar kleinere gemacht. So, und ab zum Go Anywhere. Wieder das übliche Setup, linke Seite direkte Hitze, rechte Seite keine Kohlen. Und jetzt grillen wir diese von beiden Seiten scharf auf der direkten Seite an. Drehen sie und danach legen wir sie auf die indirekte Seite rüber, so lange bis sie die gewünschte Kerntemperatur erreicht haben. Hat insgesamt ganz gut geklappt. Es sind eigentlich alle verschlossen geblieben, bis auf eine. Da ist jetzt die Hackmasse ein bisschen aufgelöst und dann konnte man etwas den Feta-Käse sehen. In der Zwischenzeit habe ich etwas Gemüse gegrillt. Das passt hervorragend dazu. Und jetzt kommen auch schon gleich unsere Biftekis. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen soweit. Griechenland ist ja aus der WM ausgeschieden, macht nichts, griechisches Essen ist trotzdem toll. Probiert's mal aus, kramt euren Weber Go Anywhere raus oder holt euch einen, falls ihr noch keinen habt. Super Sache, damit kann man alles machen. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst oder eventuell auch einen Daumen nach oben klickt. Besucht doch auch mal meine Fanseiten Twitter, Google+ und Facebook. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bin raus, euer Markus.